Herzlich willkommen bei holznicht.de. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Wir sind an unserem letzten Tag in Finnland angelangt und heute Nachmittag geht's auf die Fähre Richtung Heimat. Die letzte ungefähr Woche sind wir jetzt die Westküste von Finnland runtergefahren und haben uns noch Helsinki angeschaut und sowas. Ihr habt ja gesehen, ich habe in der Zeit keine Videos online gestellt. Das liegt daran, dass da kein so richtiges Thema dabei war, wo ich sagen würde, das ergibt ein ganzes Video. Aber ich möchte am Ende der Reise oder halt in den nächsten Tagen noch so ein richtiges Travel-Video von Finnland zusammenschneiden und da sind dann natürlich die Parts auch mit drin. Aber ich habe einen ganz spannenden Kommentar bei YouTube gekriegt auf eines von meinen älteren Videos zum Thema Kuxa-Tasse. Und da ist mir was eingefallen, was ich euch bisher vorenthalten habe. Und das muss ich jetzt natürlich auch noch gerade biegen. Und zwar, wenn ihr so eine Kuxa-Tasse euch selber macht oder im Urlaub eine kauft, dann müsst ihr auch ein paar Spielregeln kennen, wie man dieses Ding richtig benutzt, damit die nicht kaputt geht. Und die wollte ich euch jetzt kurz erklären. Das hier ist ein gekauftes Souvenir, das habe ich oben in Lappland mitgenommen. Aber das eignet sich perfekt, um euch zu erklären, wie man diese Dinge richtig aktiviert. Zunächst, wenn ihr euch eine Kuxa-Tasse selber macht, dazu habe ich auch Videos gemacht. Allerdings habe ich nach dem Ausformen der Tasse das Video beendet. Es gibt noch einen ganz wichtigen Schritt, den ihr da machen müsst, und zwar bevor ihr die Tasse in die finale Form poliert. Man kocht die zwischendrin in Salzwasser aus. Das macht ihr ganz normal am Kochtopf in der Küche. Ich verwende immer so gute 100 Gramm pro Liter. Ich habe aber bis jetzt keine richtige Beschreibung dazu gefunden, wie man das wirklich machen muss. Das 100 Gramm pro Liter ist meine Faustformel. Das hat bis jetzt ganz gut funktioniert. Dann kocht ihr die Tasse aus für 2-3 Stunden im Salzwasser. Das Wasser wird danach ganz bräunlich werden. Das führt dazu, dass die ganzen Holzfasern entspannt sind. Das ist ganz wichtig, weil wenn die Fasern nämlich nicht entspannt sind und ihr ein heißes Getränk in die Tasse reingebt, dann kann es passieren, dass an solchen Jahrringen zum Beispiel dann einfach die Tasse aufplatzt. Und das verhindert man durch das Auskochen im Salzwasser. Danach bringt ihr die Kuxa-Tasse in die finale Form, poliert die Oberfläche und wir sind an dem Status von dieser Tasse. Wenn ihr die jetzt zum allerersten Mal benutzt, die sind in Salzwasser ausgekocht und ansonsten oberflächlich nicht behandelt, dann müsst ihr als allererstes heißes Wasser nehmen. Ich habe hier schon den Topf mit heißem Wasser angesetzt, das hat gerade gekocht und ihr füllt die Tasse einmal auf und lasst es 2, 3, 4 Minuten stehen, bis die Tasse auch außen warm wird. Das führt dazu, dass sich die Holzfasern an der Oberfläche aufstellen. Und wenn sich die aufstellen, dann kann man die Tasse weiter behandeln. Das ist ja so, das ist wirklich eine ganz dünne Holztasse. Also ich kann, wenn ich sie gegen das Licht halte, sehe ich das Licht durchscheinen. Das heißt, die ist vielleicht einen Millimeter dick an der dünnsten Stelle, hält aber trotzdem die Flüssigkeit drinnen und läuft nicht aus. Man muss aber, damit das so bleibt, die Tasse entsprechend behandeln. Das heißt, wenn die Tasse außen warm ist und das heiße Wasser so 3-4 Minuten drin war, dann schütte ich das Wasser weg. Ich mache das jetzt gleich, weil die Tasse habe ich schon aktiviert. Und lasse die Tasse mal einen Tag so stehen. Die ist jetzt innen feucht und ihr werdet merken, die ist innen auch so ein bisschen rau. Wenn ihr soweit seid und die Tasse 24 Stunden stehen gelassen habt, dann kocht ihr einen Filterkaffee und von dem brauchen wir den Kaffeesatz. Ich setze den schnell auf und dann zeige ich euch, wie es weitergeht. Der heiße Kaffee ist jetzt fertig. Ihr seht, der dampft noch. Den habe ich gerade vom Kocher genommen. Und was wir zunächst brauchen, ist nicht der Kaffee selber, sondern der Kaffeesatz. Den hole ich mir jetzt. Da brauchen wir hier so einen guten Teelöffel voll von dem Kaffeesatz und den werfen wir jetzt einfach in die frische Kuxa rein. Und der ist am Anfang jetzt noch ziemlich heiß, da müsst ihr aufpassen, dass ihr euch nicht verbrennt. Und dann verreibt ihr den mit eurem Finger in der Kuxa-Tasse und zwar so lange, bis der Kaffeesatz ganz trocken ist. Das dauert so 3, 4, 5 Minuten.
Aber passt am Anfang wirklich auf, dass ihr euch nicht verbrennt. Vielleicht nehmt ihr so einen Löffel zur Hilfe, weil der jetzt wirklich kochend heiß ist. Hört ihr die Krähen im Hintergrund? Ist gerade ziemlich laut hier. Das macht man dafür, dass die ganzen Öle, die in der Kaffeebohne enthalten sind, dann die Oberfläche der Kuxa-Tasse beschichten. Das ist sozusagen wie, hier auf einer Anleitung mal gelesen, wie das Teeren von einem Boot. Das ist dann die Oberflächenbehandlung oder das Abdichten der Tasse. Und das ist der allererste Schritt, bevor ihr wirklich ein Getränk draus trinkt. Wenn ihr da jetzt fertig seid mit dem Einreiben, dann habt ihr die erste Grundbeschichtung für eure Kuxa-Tasse schon fertig gemacht. Das lasst ihr jetzt trocknen und sobald das getrocknet ist, könnt ihr euren ersten Kaffee aus der Tasse trinken. Wichtig ist, ihr dürft die Tasse nicht mit Spülmittel behandeln, sondern wirklich danach nur noch mit Wasser ausschwemmen und dann wird mit der Zeit diese Passivierungsschicht innen immer besser und immer dichter werden. Man sagt, man soll jetzt die ersten Wochen die Kuxa möglichst täglich benutzen, dass die so eine richtig stabile Schicht bekommt und möglichst immer einen Kaffee draus trinken. Ich kann euch sagen, die ersten Tassen Kaffee aus so einer Kuxa-Tasse schmecken salzig, nach wie vor ist ja auch in Salzwasser ausgekocht worden, und schmecken holzig, weil es eine Holztasse ist. Das heißt, ihr könnt euch überlegen, ob ihr halt gerade für die Anfangsphase, wenn ihr das gar nicht mögt, dann gießt halt, wenn ihr den Kaffee aufkocht, immer wieder mal eine Tasse in diese Kuxa-Tasse und die könnt ihr wegschütten. Das vergeht nach einer gewissen Zeit und dann schmeckt auch der Kaffee ganz normal daraus. Das war die kurze kleine Anleitung, wie man so eine Kuxa-Tasse aktiviert und wie ihr auch bei euren selbstgebastelten verhindern könnt, dass die reißen. Also ich hoffe, es hat euch was genützt. Ich nehme jetzt den Kaffee zum Frühstücken her und wünsche euch dabei eine schöne Zeit. Macht's gut. Ciao.